Lisa, bist du umgezogen? Ja. Okay. Lisa, machst du mir aber auch echt nicht einfach. Komm mal mit, ich würde gerne mit dem Klassenraum mit dir reden. Du weißt, worum es geht, ne? Wegen zu spät kommen, oder? Naja, wir haben letzte Woche schon gesprochen. Ich habe dich letzte Woche angesprochen, warum du montags immer zu spät kommst. Im Klassenbuch, ich habe das jetzt echt nochmal nachgezählt. Das war jetzt in den letzten Wochen wirklich jeden Montag, teilweise auch an anderen Tagen. Aber montags ist es total auffällig. Ja. 7-mal. Und du hast mir letzten Montag versprochen, dass es nicht nochmal vorkommen wird. Ja, ich habe einfach verschlafen. Also, Lisa, du hast es mir versprochen. Wird auch nicht mehr vorkommen. Also, Lisa, das hast du mir genau dasselbe letzte Woche gesagt. Ich mache mir total Sorgen. Und ich habe dir auch gesagt, was passiert, wenn es wieder vorkommt. Ich habe deine Mutter auch vorhin angerufen. Die wird in die Schule kommen, wir werden reden müssen. Du machst es mir da echt nicht leicht. Ich kenne dich so auch überhaupt nicht. Ja. Also Lisa, weißt du, wir kennen uns jetzt seit der 7. Klasse. Ich habe in Erinnerung, letztes Jahr in der Projektwoche, gar nicht letztes, war im September in der Projektwoche, da hast du da echt eine Tanzvorführung mit deiner Gruppe auf die Beine gestellt. Du warst zuverlässig, du hast sie da geleitet, ein irres Pensum geliefert. Das war sensationell. Und jetzt ist es wie so ein Sinneswandel. Du bist überhaupt nicht im Unterricht mehr ansprechbar, du bist gar nicht richtig da, du kommst zu spät. Ja, manchmal ist es halt so. Ich meine, kann nicht immer alles machen. So. Ich finde es jetzt nicht so schlimm eigentlich. Lisa, ich finde es. Also, ich meine, ich komme ja sonst, bin ja sonst immer da und wenn verschlaft dann manchmal, es passiert halt, das finde ich jetzt auch nicht so Lisa, schlimm. Ich glaube dir das. Passiert nicht. Den anderen auch. Also, ich meine, es sind ganz viele, die manchmal zu spät kommen. So. Also ich finde das jetzt komisch, dass es bei mir jetzt so ein Riesending ist. Irgendwie. Kann also, ich dir sagen. Doch komisch, meine Mutter, was sollte meine Mutter da jetzt auch? Lisa, irgendwie? Du warst eine sehr gute Schülerin. Ja, ist doch auch jetzt nichts Dramatisches passiert. Also ich meine. Doch, ich weiß gar nicht mehr in Deutsch, wie ich dich beurteilen soll. Von den letzten 7 Doppelstunden warst du nur 6 da. Warst du 6 nicht da, so rum. Ich hab, im Unterricht arbeitest du kaum mit. Du bist jetzt in der 9. Klasse, nächstes Jahr ist ja MSA dran. Und das sieht im Moment echt nicht gut aus. So, das dauert ja dann auch noch ein bisschen. Ja, aber du legst jetzt die Grundlagen dafür. Im Sportunterricht, du bist eine super Sportkanone. Auch hier hängst du total durch. Ja, kann ich denn dafür? Ich habe halt manchmal so Bauchschmerzen und so, dann geht das halt nicht. Also ich meine, dann, ich bin ja dann da, ich gucke dann halt zu. Ich meine, ich kann das ja alles, das ist ja jetzt nicht so. Ja, aber Lisa, ich kann doch nicht bewerten mein Wissen, dass du es kannst. Ich muss doch sehen, dass du es kannst. Ja, aber ich habe doch jetzt schon so viel gemacht, dass es jetzt, ist doch jetzt auch nicht ewig, dass es so ist. Also im Moment sieht es von der Leistung echt schlecht aus. Und ich sag dir ganz ehrlich, ich mache mir noch mehr Sorgen. Ich weiß, dass du im Moment ganz eng mit Paul aus dem 3. oder 4. Semester, der jetzt 4. Semester abhängt, und der ist gerade im Abi und das sieht auch überhaupt nicht gut aus bei dem. Und du weißt, oder ich weiß, dass Paul hier echt als der Kiffer in der Schule bekannt ist. Der ist letztens so straff in die Schule gekommen, der hat mächtig viele Auflagen gekriegt. Ja, aber und was habe ich jetzt damit zu tun? Maja? Na, also, ich sehe euch permanent zusammen. Ja und? Also deshalb, was soll denn das heißen? Naja, ich fange da so ein bisschen an, eins und eins zusammenzurechnen. Ne, ich weiß, wie das ist, wenn man verliebt ist und dann macht man vielleicht so Sachen, die man eigentlich gar nicht machen würde. Und der Paul, ich glaube, der fällt echt durchs Abi und muss das wiederholen. Und ich mache mir um dich echt Sorgen, dass du beim MSA nachher auch in große Schwierigkeiten kommst. Ja, und was soll kommst. Jetzt passieren? Du, also, was soll dieses, sie machen sich Sorgen? Also, ich bin gesund, also es ist gut, ich bin hier. Ich komme jetzt auch nicht mehr zu spät am Montag. Ich werde jetzt echt, also, es passiert jetzt nicht mehr. Das ist in Ordnung, oder? Eigentlich möchte ich, Lisa, dass du mir ehrlich sagst, was los ist. Ja, es ist nichts los. Das klingt so dramatisch. Also, ja, es muss ja Gründe dafür geben, dass du auf einmal überhaupt nicht mehr die Lisa bist, die ich kenne. Ja, ich bin halt auch mal anders und ich meine, ich weiß nicht. Also ich schlafe halt schon mal länger und passiert ja auch vielen anderen. Es ist jetzt ja nicht so, als wäre ich die Einzige, die zu spät kommt. Ja, also aber das finde ich irgendwie jetzt ein bisschen blöd. Kann machen ich gut halt verstehen. Viel, unternehmen halt viel so in eben, der Schule. Dieser kann ich echt auch und gut verstehen. Ja, aber du bist die Einzige halt von denen, wo ich weiß, dass es vorher total anders war. Ja, total anders. Mach ich jetzt mal was total anders.
Genau. Ist halt mal so und mal so. Wo siehst du dich denn überhaupt im nächsten Jahr? Was willst du denn erreichen? Ich bin doch hier. Also ich mache einfach MSA, ganz normal. Du meinst, würdest du das, den MSA schaffen? Ja, ich denke schon, dass ich den schaffe. Ich denke das im Moment nicht. Ja, ich denk macht schon. Mir echt Sorgen. Für so eine gute Schülerin macht mir das echt Bauchschmerzen. Das ist ja nicht nur ein Notenpunkt, den du runtergerutscht bist, sondern es ist wirklich eine richtig dramatische Veränderung. Ja, dramatisch, dramatisch. Und es ist immer montags, Lisa. Ja, komme ich jetzt einfach pünktlicher, dann ist es auch in Ordnung. Wir haben halt immer Deutsch Montag, können wir auch mal einen anders haben. Also können wir uns erstmal darauf verständigen, dass es ab Montag wirklich definitiv pünktlich ist. Ja, mache ich. Wir werden dennoch aber das Gespräch mit deiner Mutter führen müssen. Deine Mama klang am Telefon auch echt in Sorge. Ich habe ihr noch gar nicht gesagt, worum es ging. Ja. Gibt es da etwas, was du vielleicht doch noch sagen möchtest? Okay. Gut. Dann freue ich mich, dass es dann hoffentlich so ist, dass wir ab nächsten Montag pünktlich um 8 im Unterricht dich vorfinden und dass du auch wieder mitarbeitest. Ja, mache ich dann. Okay. Alles klar. Okay.